Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play We Were Here Together. Ja, letzte Folge, lustiges Rätsel gehabt, man sieht es da hinten noch, jetzt sind alle oben, das war in der letzten Folge leider nicht der Fall. Aber immerhin, wir haben es gelöst, ich bin sehr froh drüber. Ja, jetzt sind wir wieder getrennt, der Imperator steht glaube ich da unten bei der Tür. Ja. Genau, der winkt da schon ganz fröhlich, hallo. Hallo. Und ich stehe da oben bei der Tür und jetzt schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Öffnen. Vielleicht kann ich da unten aufmachen. Schwarzer Bildschirm. Mhm. Hallihallo. Ja. Ah. Hast du schon was bitte? Ein Bösewicht lacht. Ich hab immer noch den schwarzen Bildschirm. Was? So ein komisches Teil da drin. Noch immer? Oh. Lacht er auch bei dir? Ja. Wir haben eine Tafel vor mir. Ich habe etwas, das grenzt an Satanismus. Und zwar? Es liegen Bücher auf dem Boden. Oh, das stimmt. Bücher. Boah. Mit Zeichnungen um sie herum. Also ich habe da drin so eine Kugel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie so ein Eigelb, was da rumschwirrt. Ich glaube, dann habe ich noch ein Bedienfeld. Planeten. Genau, so ein Bedienfeld. Da steht A, B, C, D, E und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Und da sind da so Knöpfchen drin. Und unter dem Bedienfeld ist so eine Schaltfläche, da ist einmal ein Feuer, einmal ein Blatt, einmal ein Blitz und einmal ein Wassertropfen. Okay, bei mir sind sie nämlich schon eingetragen. Bei mir ist auch was. Aber, wenn ich mich rechts oder links umdrehe von diesem Bild, dann ist auf einer Tafel steht irgendwas drauf. Also Nummern und dann Buchstaben und Nummer und auf der anderen Tafel steht genauso was drauf. Okay, die Bücher, die bei mir aufgeschlagen sind, die haben bestimmte Nummern auf sich drauf. Und da zeigt immer eine Nummer auf die nächste. Vielleicht hilft dir das. Ja, sag mal an. Warte mal, ich such mal die. Okay. Also mit 1 fängt hier nichts an. Hast du irgendwo eine 10? Warte, ich war eine 9. Ja, 10. 10 zeigt auf 8. Aha. Okay, 10 habe ich B3. Ja, die Frage ist nur, was fange ich da jetzt an? Kann ich da überhaupt was tun? Oder kann ich wirklich was tun? B3. Ja, du hast, was auch immer du gerade hinzugefügt hast, ich sehe es, die Blitzkugel. Ja, war das richtig? Die ist jetzt auf B3, gell? Genau. Ja, ich sehe es. Ich kann es auch verändern. Ich kann aus der Blitzkugel, ich kann es rausnehmen, ich kann eine Blitzkugel und ich kann alles draus machen. Blitzkugel. Feuerkugel draus machen. Alles Mögliche. Die Frage ist nur, was soll ich denn das machen? Aber warte mal, du hast gesagt, die 10 fängt an, oder? Nicht, dass sie anfängt. Es ist halt eins der Bücher. Sie liegen alle quer da. Jetzt war gerade was verbunden. Eine Zahl zeigt immer nur auf die andere. Und auf dem Bedienfeld liegen bei mir schon Kugeln drauf. Ja, ja, da liegen bei mir auch welche. Da ist zum Beispiel eine bei B1 drin. Eine bei B4. Ja. D2, E1 und E5. Ja, genau. Und ich kann da jetzt drauf zeichnen. Ach so, auf den Kugeln drauf. Nein, auf dem Board. Also ich kann die Striche miteinander verbinden. Achso, nein, ich kann nur was dazusetzen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, dass... Ich kann ja auch ohne zeichnen. Und da unten... ist jetzt dieses Board. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Nein, ich habe nur das Bedienfeld. Da ist nämlich, da geht nämlich, wir fangen mal an beim Blitz, wenn wir den schon gerade schon haben. Da ist der Blitz, dann geht ein Pfeil nach links weiter, der geht zum Wassertropfen. Dann geht wieder ein Pfeil nach links weiter, der geht zum Feuer und dann geht ein Pfeil nach links weiter, der geht zum Blatt. Und der vom Blatt geht dann wieder nach links weiter und trifft wieder den Blitz. Okay, ich habe hier kein einziges Wasser. Da kann ich gar nichts tun. Du hast doch kein Wassertropfen. Wassertropfen habe ich keinen, ne? Ich habe dreimal Blatt, einmal Blitz, einmal Feuer. Also Blitz geht zu Wasser, Wasser geht zu Blatt und Blatt geht zu Feuer, oder wie?
Genau, der Blitz geht zum Wasser, das Wasser kocht und dann, wenn es gekocht ist, wird es zum Blatt. Das Blatt fängt an zu brennen. Das Blatt fängt an zu brennen. Und dann geht das Feuer wieder zurück zum Blitz. Der Blitz geht dann zuerst zum Wasser. Yay, Blitz, Wasser. Ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt beim Blitz anfangen. Wir können ja auch sagen, das Wasser ist kalt, wird warm. Durchs warme Wasser das ist, kommt... das ist ja wurscht, aber... Das will ich gar nicht raus. Sondern wie ist denn die Reihenfolge? Blitz, Wasser, Blatt, Feuer. Blitz, Wasser... Nein, Blitz, Wasser, Feuer, Blatt. Und dann wieder Blitz. Und dann wieder Blitz. Okay. Und du hast Kugeln in... Also du hast Blitzkugeln, Feuerkugeln und Blattkugeln. Genau. Aber keine Wasserkugeln. Wasserkugeln nicht. Ich kann da eine reinstecken und eine draus machen. Okay, Moment. Moment. Dann sind die Bücher vielleicht für mich gedacht. Aber warum bis 10? Ich kann... Also ich habe da links und rechts auch so Nummern stehen, da steht zum Beispiel 2, 7, 6, 5, 10 oder 9, 1, 8, 3, 4. Wo stehen die? Links und rechts. Vom Bedienfeld? Ja, also ich meine, ich kann da, muss da hinlaufen, aber sonst sehe ich die. Und dann steht da eben die Nummer, also sagen wir mal 1, dann steht ein Strich daneben und dann steht die 2. Warte. Und was passiert mit der machen wir mal was Zufälliges. Was ist denn mit der 6? Die 6 ist auf B4. Und B4 ist bei mir das Blatt. Okay, ich glaube, das zeigt mir, was ich zeichnen soll. Okay. Um, 5 zu 1. Was bringt dir das aus? 5 zeigt auf D1. 5 zeigt bei mir auf C3 und da ist bei mir nix. Und die 1 zeigt auf D2 und da ist das Feuer. Wo ist 5? 5 zeigt auf C3. C3, okay. Und wo ist die 1? Die 1 ist auf D2. Da ist das Feuer drauf. Macht keinen Sinn, ich kann von der 1 auf die 5 zeichnen, aber nicht von der 5 zu 1. Oh, du musst eine Kugel hinlegen. Okay, jetzt versteh ich's. Was geht nochmal zum Feuer? Zum Feuer geht die 2, die 1. Nein, welches Element? Also zum Feuer hin? Ja. Das Wasser. Das kannst du nicht platzieren, gell? Oh ja. Du hast ja vorher gesagt, du kannst kein Wasser platzieren. Na oh ja, ich kann alles platzieren, es ist nur keins da. Okay, platzieren Wasser auf dem Feld. Auf der 5. Ja, genau. Das ist die 5. So. Aber jetzt verbinde ich die 5 mit der 1. Ja. Okay, ist blau geworden, das ist anscheinend richtig. Ja. Oh, das ist also einfach blau. Nein, das ist normalerweise gelb bei mir. Okay, ja, das stimmt, das war vorher auch so. Gut, jetzt sind wir da bei wo sind wir da? Bei D2. Also, ich muss dir die Nummern durchgeben. Und wir müssen dann eine Kugel, die nicht da ist, mit einer verbinden, die da ist. Müssen dabei aber die Reihenfolge im Kopf behalten. Von den Elementen her. Ja gut, die habe ich ja eh aufgezeichnet. Gut, dann machen wir gleich weiter. 3 musst du 2. 3 ist B1 und da habe ich den Blitz. Ja. Musst du 2 zu A3. A3, okay. Das heißt, der Blitz geht zum Wasser. Das heißt, wir brauchen dann eine Wasserkugel. Wenn ich das richtig verstanden habe. Na, schauen wir mal. Ja. Wir haben den Schlüssel. Okay. Okay. Dann haben wir... 4 geht zu 6. 4 ist E5. Warte, Entschuldigung, das ist, glaube ich, ein 9er. Das ist leider schwer zu sagen, die liegen einfach irgendwie da. Scheiße. Ich glaube, das ist ein 9er. Sagen wir 9.
Ja gut, das ist E5, das ist das Blatt. Geht zu 9, zu A4. Das... Ah, der Unterschied ist jetzt, warte mal. Warte mal. Wir haben C3 und D2. Wir haben B1. Wir haben bisher immer eins von der einen Seite gehabt und eins von der anderen Seite. Muss man sagen. Eine Zahl. Weißt du, was ich meine? Auf der einen Seite steht 9, 1, 8, 3, 4. Auf der anderen Seite steht 2, 7, 6, 5, 10. Und wenn du jetzt sagst, das ist ein 9er, stehen beide aber auf einer Seite. Der 6er würde aber auf der anderen Seite stehen. Okay, dann ist es ein 6er. Okay, also das war jetzt 3er oder was? Oder nee? 4. 4, ja. 4 geht zu 6. Also E5 geht zu B4. E5 zu B4. Aber B4 ist schon was drin. E5 auch. Aber wie kann ich das ändern? Dann ist das der Blitz. Schauen wir mal. Kannst du eine von den beiden ändern? Nee. Dann kann das nicht richtig sein, dann muss es dann. Dann versuchen wir es doch mal mit dem 9er, A4. Ja, das wäre zumindest die Strecke frei. Tatsächlich. Ja, okay, na gut, dann war das nur blöd gedacht von mir. Ja, aber hätte sein können. Wollte halt mal nur erwähnen, aber gut. Hätte sein können. Okay. Okay, dann haben wir jetzt die 6 und die 7. Ja, ist auch wieder auf einer Seite. Na gut, da hätten wir es auch gehabt. B4. Ja. Geht zu E2. Okay. B4 ist das Blatt. Das heißt, es wird auch ein Blitz bei E2. Nein, das ist das, was nach dem Blatt. Nein, Entschuldigung, Basti. Basti. Ja. Danke, so, das haben wir gehabt. Das haben wir gehabt. Irgendwo der 10er haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Ja, das stimmt. 10 und 8. 10, B3 ist nix. Und 8 ist E1. Also fangen wir wahrscheinlich bei 8 an. Okay. E1 zu B3. Also 10 geht jetzt zu 8 oder 8 geht zu 10? Jetzt ist gerade eins weg. Jetzt ist das Wasser wieder da. So, scheiße. Ich kann keine Linien kreuzen. Und ich muss sie anders zeichnen. Okay, aber 10 geht zu 8. 10 geht zu 8. Also B3 geht zu E1. Dann ist das vielleicht das Feuer. Ich gebe jetzt mal ein Feuer da rein. Perfekt. Weil dann habe ich in die andere Richtung gehen müssen. Der Turm wäre auch erledigt und das in gar nicht mal so langer Zeit. Schön. Da ist gerade jemand gestanden. Also gestorben habe ich jetzt gehabt. So. Aber weißt du, wer das war? Das war der Hofner. Der wer? Hofnarr. Der Jester. Der da? Aus den, kannst du dich noch erinnern an das Viech, das uns da die ganze Zeit zugeschaut hat? Bei den letzten Tagen? Nee. Doch, sicherlich. Das hat mich die ganze Zeit erschreckt. Das ist auch mal gesehen. Das ist immer an der Decke gegangen. Ah, ja. Aber der hat immer so debatt lacht. Und dann haben wir am Ende genau, ein Stück für ihn aufgeführt. Genau. Also das war das Gespenst bei mir. Gespenst, ja, aber durch die Geschichte war dann halt. Wo komme ich denn jetzt hier überhaupt hin? Also ich bin da, ich habe da gerade die Möglichkeit, eine Kerze in die Hand zu nehmen. Also ich habe da mehrere Türen, die ich jetzt öffnen könnte. Ich kann aber auch durch einen Kanal durch. Ja, ich glaube. Ja, okay. Ich muss die Kerze nehmen und durch den Kanal gehen. Ah, musst du durch den Kanal gehen? Okay, dann kommst du wahrscheinlich zu mir. Ich sehe absolut auch mit der Kerze fast nichts. Ja, vielleicht komme ich dir mal entgegen. Jetzt ist die Tür vom Kanal zu. Hier bin ich schon entlang gegangen. Jetzt bin ich im Kanal drin. Was ist denn das? Jetzt gehen wir von einem Pentagramm zum nächsten, oder? Ich kann dir nicht einmal erklären, was ich da sehe. Was? Mein Charakter hat gerade was in der Hand. Bist du das? Anscheinend. Finally, another soul here to save me.
I've been trapped in this hellish castle for ages. Now listen, there is a way for us to escape, but I need your help. You see that apparatus over there? Get it to work and retrieve the stone within. I'll explain later. Once you're done, meet me upstairs in the greenhouse. Good luck, friend. So, hab schon vergessen, was gesagt hat. Aber wir sollen ihn später treffen. Mein Charakter hat gerade einen Griff in der Hand gehabt. Ich schätze mal, das war der Dolchgriff. Wir haben den gefunden, der das Signal eines fremden Mannes gesendet hat. Er hat uns erzählt, dass er schon lange hier gefangen ist, aber er hat einen Weg gefunden, wie wir fliehen können. Moment, das hast du gehört? Ja. Ehrlich jetzt? Genau. Und da steht bei dir jetzt so im Logbuch? Genau. Mir steht was ganz anderes, ich habe was ganz anderes gehört. Was steht bei dir? Stimmen halten durch diese Hallen, als eine Art Schwertgriff in meinen Händen erschien. Huh! Oh, der tut sich was. Was war das? Ich glaube, ich krieg jetzt einen Schlag. Da ist Wasser und da oben ist Elektro, das ist toll. Ich muss nicht so gut zu so. Irgendwas soll ich hier, glaube ich, gerade tun. Bei mir sind, ich schätze mal, Glühbirnen, die miteinander verdrahtet sind. Irgendwelche Farben? Ja. Und zwar? Insgesamt orange, rot, grün und blau. Genau, die habe ich auch. Okay, ich kann dir die Kombinationen sagen. Also jede Glühbirne hat ihre. Ja, bei mir ist eine drin, die hat orange-grün. Also links orange, rechts grün. Ja, die habe ich auch. Dann ist in der nächsten nix. Ich kann aber mit der nichts machen. Wurscht, was hast du denn als nächstes? Als nächstes, also... In welche Richtung wir gehen, das wäre die richtige Frage. Ich gehe jetzt nach rechts weiter. Okay, da habe ich dann eine... Ganz rechts oben habe ich eine blaue links. Also links blau und rechts grün. Blau und rechts grün? Ja. Habe ich gar nicht. Gar nicht? Nee. Ach du Scheiße. What? Elektrizität kommt auf jeden Fall runter. Ich habe gerade einen Schock gekriegt. Von der ganz blauen. Oder von der linksblauen und rechtsblauen habe ich gerade einen Schock gekriegt. Ja, linksblau, rechtsblau habe ich. Die hat mir gerade einen Schock gegeben. Warte, ich habe wieder. Ich habe wieder Schock gegeben. Ja, weil ich das hier mal benutze. Gib mir bitte keinen Schock. Satz. So, jetzt ich bin ich gleich verreckt. Gell? Wieso? Weil jetzt das, die Elektrizität im Wasser ist. Aber ich kann nichts machen. Ich glaube, wir müssen irgendwie... Oh, voll arg. Ich kann aber nichts bedienen. Na, warte mal. Wir respawnen ja sicher jetzt gerade dort. Also was konntest du alles machen? Na, das zeige ich dir jetzt gleich. Du kannst es mir nicht zeigen, du kannst es mir sagen. Ja, ich kann es dir sagen. Also ich habe... Ich weiß gar nicht, wie viele. Auf jeden Fall 8 so Dinger, die ich hätte benutzen können. Entweder links oder rechts eine Farbe, oder es ist generell nur eine Farbe. Du hast es einstellen können. Genau. Was, muss ich wieder durch die Zwischensequenz, oder was? Muss ich jedes Mal die Zwischensequenz nein, geben? Nein, nein, nein. Ich auch nicht. Oder? Ne, stimmt, jetzt ist da auch keiner mehr. So. Ich kann dir aber leider nicht sagen, welche Reihenfolge. Es macht keinen Sinn. Das hat kein Muster. Na, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich hier orange-grün. Dann nix. Habe ich auch. Dann rot-blau. Dann nix. Dann nix. Dann nix. Rot-blau habe ich auch, ja. Aber das sind nicht. Also orange-grün ist nicht mit rot-blau verbunden. Ja, dazwischen ist einmal nix. Orange ist das. Das ist nur orange. Links-orange. Ist dazwischen. Okay, dann nehme ich das mal und tu's da rein. Links orange, rechts nicht. So. Und dann? Sag mir, was bei dir fehlt. Ja, jetzt fehlt alles. Jetzt habe ich nur orange-grün, dann links orange, dann rot-blau. Und dann habe ich nichts mehr.
Okay, dann machen wir mal ganz oben links. Also links von Rot-Blau. Links von Rot-Blau ist geht bei mir nichts. Links von Rot-Blau ist bei mir Orange. Es geht nur rechts weiter. Was ist das gerade gedreht? Aber ist wurscht, wir machen es auch rechts. Also was kommt denn dann da? Nein, das ist nicht wurscht. Ist für die gedreht, Leute? Okay, wurscht. Ich hätte blau-blau. Blau-blau, habe ich auch hier. So, dann? Dieses blau-blau ist... Da fehlt jetzt noch eine, dann wäre sie mit der Orange-Grün verbunden. Also bei mir fehlen ja noch zwei. War das nicht der? Okay. Das ist ein Scheißtrick. Oh, jetzt habe ich halt alle genommen. Die Orangene ist mit vier verbunden, richtig? Was mache ich denn jetzt mit den allen? So, was ist verbunden? Orange ist mit vier anderen Lampen verbunden. Ja oder nein? Bei mir ist das. Ach so, oben. Nichts oben. Die Orangene ist mit mir durch Rohren mit den anderen Tonen. Ja, mit allen zwei, links und rechts geht das Kabel weiter, genau. Aber nur mit zwei. Mit links und rechts und dann von links und rechts gehen die noch weiter. Okay, dann musst du erklären, weil bei mir ist das Orangene schon mit vier verbunden. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber wo fange ich ihn an? Ja, das ist halt die Frage. Ist bei dir, ist es so angeordnet, dass Rot-Blau und Orange-Grün auf circa einer Höhe sind? Rot-Blau und Orange-Grün sind nicht auf einer Höhe, nö. Ich könnte anfangen dort mit dem Teil, wo ich jetzt reinkomme. Also ich komme aus dem Kanal und hupfe da rein. Ja, und dann geht das erste zu einem leeren. Bei mir hängt das alles auf der Wand. Ich sehe das frontal. Wie ist es bei dir? Ist das ein Tisch, der vor dir steht? Oder? Nein, ich bin da im Wasser drin. Und um mich herum sind diese Generatoren. Und dann gibt es in der Mitte die Kugel und die kommt immer weiter nach unten. Aber... Und diese Generatoren sind eben miteinander mit dem Kabel verbunden. Nicht alle... Aber ein paar. Okay. Wie stehen die Generatoren? Alle im Kreis. Einfach nur im Kreis. Also wenn ich jetzt in der Mitte stehe, stehen um mich herum sechs Generatoren. Sechs. Sechs Stück. Welche hast du schon? Drinnen steht einer mit dem Orange-Grün und ja. Der mit dem Blau-Rot. Was heißt drinnen? Also da ist diese Ding, diese Kapsel, was man da reingeben kann, schon drin. Also du hast... Schau, ich habe eine Karte vor mir. Na, klar du mal. Du stehst also dort wirklich dort. Für dich sind die Generatoren auch was, wo du hingehen kannst. Genau. Und da muss ich in den Generatoren muss ich irgendwas reintun und dann kann ich einen Hebel ziehen. Und wenn der Hebel wahrscheinlich sagt, passt, dann geht die Tür auf. Ja, das wird, glaube ich, nicht nur da. Ich glaube, du musst das bei jedem richtig machen, wenn ich es von jedem sehe. Also du hast einen äußeren Ring und drinnen sind auch noch welche. Nee, ich habe nur einen Ring. Das ist nur ein Ring. Ich habe nur, die stehen alle im Kreis, diese Generatoren. Ich habe drin nichts mehr. Das kann nicht sein, du hast sechs Generatoren, die im Kreis stehen. Genau. Ja, aber von diesen sechs Generatoren im Kreis hat kein einziger rot, blau, orange, grün oder nur orange. Ja, bei mir schon. Die stehen außen am Kreis. Ja, aber da drin ist nichts. Da drin ist nur diese eine Kugel, die mich jetzt gleich elektrisiert. Ja, ist ja wurscht, wir müssen eh wieder von neu anfangen, aber... Es kann nicht sein, so wie du das erklärst. Also ich habe ja einen Videobeweis. Ja, aber...
platziere jetzt aber mal was. Das macht keinen Sinn. So. Es tut mir wirklich leid, aber es macht einfach keinen Sinn, was du machst. Schau, was ich habe ist, ich habe eine kreisrunde Platte vor mir. Mhm. Die hängt an der Wand. Mhm. Und an der hängen Glühbirnen. Mhm. Mit dem Farbmuster. Okay. So, da sind jetzt sechs. Wie viele Stück sind das? Sechs Stück? Nein, es sind neun. Neun genau Stück? Genau das ist das Problem. So, und jetzt hör zu. Sechs sind im Kreis um drei herum. Also so, drei sind mittendrin dann noch. Genau. Und die Farben, die du mir genannt hast, passen zu den drei in der Mitte. Also, passen zu den zwei in der Mitte, weil den einen habe ich dir gesagt, der nur orangene. Das ist mein Problem, das macht keinen Sinn. Ja, das stimmt. Da ist kein Muster dazwischen. Deswegen kann ich dir nicht sagen, welche Farbe du reingeben sollst, weil ich kann dir nicht sagen, zu welchem Generator. Weil ich keine Ahnung habe, wie es bei dir ausschaut. Na gut, ich würde mal sagen, das wäre noch was für die nächste Folge. Das ist ja Schwachsinn. Also du hast wirklich nur die sechs Generatoren. Ich habe nur die sechs Generatoren. Außer ich habe jetzt was übersehen, was kann ich mir nicht vorstellen, bin ich die ganze Zeit im Kreis gerannt. Ich habe nur die sechs Generatoren. Und in der Mitte ist eben die Kugel, die immer weiter nach unten kommt. Das ist wie damals mit der Theateraufführung, mit dem Gespenst. Ja, ja. Weißt du? Und irgendwann trifft mich die. Ja, wenn zumindest die Generatoren, die du siehst, die Farben hätten von den sechs, die im Kreis sind, dann könnte ich dir helfen, aber... haben sie ja nicht einmal. Ich meine, ich habe insgesamt... Was heißt jetzt insgesamt? Bei den sechs Generatoren... sind insgesamt, ich habe solche Kapseln, die muss ich reinstecken eben. Da sind diese Farben drauf, was du auf den Glühbirnen siehst. Ja. Und zwei Generatoren haben schon diese Kapsel drin. Und ich habe aber insgesamt acht noch zur Auswahl. Ja, okay, das ist ja nebensächlich, aber... Das heißt, vier musst du... Vier muss ich noch einfügen, von den acht. Das macht keinen Sinn, warum habe ich dann neun? Ja, versuchen wir es nochmal, es bleibt ja nichts anderes. Ja, versuchen wir es nochmal, aber erst in der nächsten Folge hier von Let's Play We Were Here Together. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss.